Die größte Frage aller Fragen in Detektiv Conan wurde in Kapitel 1008 bzw. in Anime-Episode 942 endlich gelöst. Wer ist Anokata? Wer ist der Boss der schwarzen Organisation? Wer ist der Feind von Conan? Wer ist derjenige, dessen Kopf sich geholt werden muss im übertragenen Sinne? Wer ist derjenige, der gestellt werden muss? Wer ist Anokata? Diese Frage wurde endlich beantwortet und wir wissen jetzt natürlich alle, bei wem es sich um Anokata handelt. Und zwar handelt es sich bei Renya Karasuma um Anokata. Doch wer ist Renya Karasuma eigentlich? Was wissen wir über Renya Karasuma? Auf diese Frage möchte ich im Video hier heute ganz besonders eingehen und daher werde ich euch heute mal 5 Fakten zu Renya Karasuma vorstellen. So, und dann starten wir jetzt mal direkt rein mit Fakt Nummer 1 und dieser Fakt bezieht sich auf das Alter von Renya Karasuma. Denn wir wissen, dass Renya Karasuma angeblich unter sehr mysteriösen Umständen vor 40 Jahren, also 40 Jahre bevor die Haupthandlung eingesetzt hat, bevor Shinichis Apoptoxin verabreicht worden ist, 40 Jahre davor, im Alter von 99 Jahren, soll er nämlich verstorben sein. Natürlich wissen wir, er wird nicht dort damals gestorben sein. Allerdings ist das Ganze jetzt halt schon 40 Jahre her und dort soll er schon 99 Jahre alt gewesen sein. Ja? Und für unsere mathematischen Skills natürlich, die mal kurz zu überprüfen, bedeutet das, dass Renya Karasuma 139 Jahre jetzt circa alt ist. Also aktuell ist er circa 139. Ein unnormal hohes Alter, natürlich auch eigentlich ein Alter, in dem man auf jeden Fall auch nicht mehr unbedingt leben kann, geschweige denn die Schwarzorganisation leiten kann. Und da gibt es natürlich viele Fragen in diesem ganzen Bezug, wie er denn noch leben kann, ob er vielleicht auch ein Mittel genommen hat, das ihn irgendwie hat nicht mehr altern lassen oder wie er halt eben anders es geschafft hat, nicht zu sterben. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, eine Theorie, also kein Fakt natürlich, das ist dann alles nur Theorie, folge ich euch gerade oben ins i. Die wohl beste Theorie von mir, ja, schaut sie euch auf jeden Fall hier nach an. Denn wenn ihr das tut, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine wirklich gute mögliche Antwort auf diese Frage eben, wie er überleben konnte. Denn man muss sich das Ganze einfach mal wirklich vor Augen halten. Detective Conan hat im Jahre 1994 angefangen. Damals war er auch in Detective Conan, also in der Handlung selber, ungefähr das Jahr 1994 von dem technologischen Stand und man kann natürlich aktuell heutzutage Detective Conan nicht mehr wirklich einordnen, in welchem Jahr Detective Conan ungefähr spielt, denn es gibt ja mittlerweile auch Smartphones in Detective Conan, das Internet ist dort ausgeweitet etc. Also es ist ja nicht mehr auf dem Stand von 1994, weswegen wir jetzt einfach mal den Zeitraum nehmen, 1994 bis 2019, also 25 Jahre, ja, also 25 Jahre gibt es ja schon Detective Conan und rechnen von diesem Zeitraum einfach mal 139 Jahre ab und dann kommen wir einfach auf einen Zeitraum von 1855 bis 1880. Das heißt, Renya Karasuma muss einfach zwischen dem Jahre 1855 bis 1880 geboren worden sein. Wie unnormal ist das bitte? Der Typ hat einfach beide Weltkriege überlebt und ist einfach jetzt schon im dritten Jahrhundert am Leben. Das ist ja unnormal krass, wirklich nicht vorzustellen und damit dann auch genug zu diesem Fakt. Damit sind wir jetzt dann auch bei Fakt Nummer 2 und Fakt Nummer 2 setzt sich mit der Frage auseinander, ob Anokata auch einen Codenamen hat, denn es ist ja üblich in der schwarzen Organisation, dass gerade höherrangige Mitglieder einen Codenamen erhalten, eben von Anokata, von Karasuma, zum Beispiel halt eben Gin, Wodka, Wermut, Bourbon, Rum. Ja, also die haben ja alle alkoholische Codenamen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob Anokata, aka Renya Karasuma, auch einen Codenamen hat in der Form, ob es irgendeinen Ultra-Alkohol in dem Sinne gibt, dessen Name dann halt eben Renya Karasuma hat. Allerdings hat Gosho Aoyama diese ganze Frage verneint. Nein, Anokata, aka Renya Karasuma, hat keinen alkoholischen Codenamen, aber er verteilt sie halt eben an seine Mitglieder. So, Zeit für Fakt Nummer 3 und diesen Fakt habe ich ganz schlicht Nanatsu no Ko genannt. Ja, das gute alte japanische Kinderlied, das ja gesellschaftlich dort auch auf jeden Fall auch einen Standard hat. Viele Leute kennen es, viele Leute haben es selber schon mal gesungen, doch dieses harmlos scheinende Lied hat ja eine deutlich düstere Botschaft in Detective Conan und zwar sind die ersten 4 Noten, nämlich die Zahlen bzw. die Symbole Raute 9, 6, 9. Raute 6261. Gibt man diese eben auf dem Handy ein, dann ertönen die ersten 4 Noten von Nanatsu no Ko, also zumindest so in die Richtung. Und diese 4 Noten, die da ertönen, ja, diese Zahlenkombination, die halt eben diese Noten zur Folge haben, ist die E-Mail-Adresse von Renya Karasuma, vom Boss der schwarzen Organisation. Wieso und weshalb macht Karasuma das natürlich mit diesem Nanatsu no Ko? Das hat natürlich einen Sicherheitsfaktor. Nämlich muss ja so niemand der Organisationsmitglieder die E-Mail-Adresse des Bosses in seinem Handy einspeichern, sondern gibt halt das Ganze natürlich dann einfach immer über diese Melodie ein und es hat natürlich den Sicherheitsfaktor, falls mein Handy verloren gehen sollte oder dem Feind in die Hände fallen sollte, dass halt eben die Adresse des Bosses nicht geleakt wird in dem Sinne, also dass sie halt nicht darüber Bescheid wissen, die Feinde, welche, die nicht innerhalb der Organisation halt eben zugange sind. So, und dann wären wir jetzt auch bei Fakt Nummer 4, ein etwas breit gefächerter Fakt, und zwar habe ich diesen Fakt einfach schlicht Karasuma Finanzgruppe genannt. Wie wir ja wissen, ist die Karasuma Finanzgruppe die Gruppe, die sich hinter Anokata sozusagen verbirgt, ja, also das ist das, womit er vorher auch sein Geld gemacht hat. Die Karasuma Finanzgruppe gibt es schon Ewigkeiten und es ist bestätigt, dass die Karasuma Finanzgruppe die reichste Finanzgruppe in ganz Detective Conan ist, also auch reicher als die Suzukis. Und wir haben ja gesehen, was die Suzukis alleine für eine Macht haben, für einen Einfluss rein finanziell, und Karasuma
toppt das Ganze einfach nochmal mit seiner Finanzgruppe. Ja, das heißt, es sind wirklich keine Grenzen gesetzt den finanziellen Möglichkeiten von Karasuma. Und gerade das wird natürlich auch in so Dinge wie Wissenschaft reingesteckt seitens von Karasuma. Beispiele hierfür ist natürlich das Itakura-Programm, wo wir bis heute immer noch nicht ganz genau wissen, was es damit auf sich hat. Aber es hat auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung für Anokata, für die schwarze Organisation. Und dazu natürlich dann auch noch das Anheuern der Mianos von vor 18 Jahren ungefähr, die ja dann am Projekt Silver Bullet gearbeitet haben, was natürlich vielleicht etwas zu tun hat mit der heutigen Droge des Apoptoxins, also höchstwahrscheinlich. Allerdings sehen wir, dass Rainer Karasuma ein großes Interesse in die Forschung, in die Wissenschaft natürlich hat und auch generell, dass diese Karasuma-Finanzgruppe einen großen Einfluss hat und auch hatte damals ja schon. Es gab ja auch diese Versteigerung etc., wo ja auch alle Größen der Finanzwelt mit dabei waren, weil halt eben Karasuma vermeintlich gestorben ist, auch eine riesengroße Persönlichkeit innerhalb der Finanzwelt. Allerdings wissen wir halt aktuell nicht, ob es die Karasuma-Finanzgruppe in der aktuellen Zeit überhaupt noch gibt, aber man kann das Ganze auf jeden Fall annehmen und daher eben dieser Fakt hier. Und damit wären wir jetzt auch bei Fakt Nummer 5 angekommen und dieser Fakt ist ein etwas kleinerer Fakt, aber ich empfinde ihn als wirklich sehr, sehr wichtig und zwar ist Renya Karasuma, also Anokata aus Detektiv Conan, nicht der Anokata aus Magic Kaito. Die haben nichts miteinander zu tun. Es ist nicht die gleiche Person. Und die schwarze Organisation aus Detektiv Conan ist auch nicht die Organisation aus Magic Kaito, ja. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr wichtig, sich das vor Augen zu halten. Die sind nicht die gleiche Person. Ganz, ganz wichtig. So, damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja auch der eine oder andere Fakt dabei, den ihr nicht wusstet. Falls ihr noch einen anderen Fakt irgendwie im Kopf habt, den ich jetzt hier nicht reingepackt habe, dann könnt ihr den auch gerne unten reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, sowas in die Richtung zu lesen. Hä, was ist das denn jetzt?